Ja, und damit ein herzliches Hallo zu einem neuen Projekt. Wie ihr im Titel schon lesen können, handelt es sich dabei um den Landwirtschaftssimulator 15. Und diejenigen, die vielleicht öfters auf meinem Kanal unterwegs sind und mich auch persönlich kennen, werden denken, Landwirtschaftssimulator? Geht's ihm noch gut? Ja, ich finde, mir geht's schon noch gut, weil ich habe bisher eigentlich nur gutes gehört von dem Landwirtschaftssimulator, dass er so realistisch sein und so weiter und so fort. Und darum habe ich mir jetzt den einmal zugetan und habe gedacht, ich nehme euch jetzt mal da auf die Reise mit, wenn ich das Spiel kennenlerne. Ich habe die kurze Tour schon mal durchgemacht am Anfang. Also deshalb auch schon ein bisschen von dem Feld noch geerntet. Und würde sagen, wir machen da jetzt einfach mal weiter mit dem Feld. Und tun da das Feld weiter bewirtschaften. Ja, es ruckelt zum Teil ein bisschen mit dem PC. Ist jetzt nicht gerade der Harry Hirsch, ist nicht gerade der overpowered Superrechner. Aber ich hoffe, es geht doch einigermaßen ruckelfrei. Und statt spielen werde ich das Ganze, wie ihr vielleicht schon vom Eurotruck Simulator her kennen, mit Xbox 360 Controller. Der spackt momentan ein bisschen um. Ich glaube, die Batterie ist bald fertig, darum kann es durchaus sein, dass die Aufnahme vielleicht dann nicht so lang wird, der erste Part, weil ich einfach noch Batterien wechseln muss, aber das werden wir dann alle miteinander sehen. Und jetzt werden wir da mal da das weitermachen. Und wie ihr jetzt da schon gesehen, jetzt liegt da auch so Zeug am Boden, was das letzte Mal eben nicht passiert ist, weil während dem Tutorial sammeln wir das irgendwie alles auch auf. Das irgendwie noch speziell sägen oder das aufsammeln. Nein, nein, das Ding sammeln wir schon weiter auf. Einfach da quasi der Abfall, das Überbleibsel, das sammeln wir jetzt nicht auf. Und das ist vorher nämlich einfach, hat sich einfach aufgelöst und jetzt bleibt es da liegen. Ja, ihr könnt mir gerne einen Kommentar schreiben, ob ihr auch schon Landwirtschaftssimulator gespielt habt. Ihr könnt mir dann natürlich auch gerne Tipps geben zum Landwirt. Oh, das passiert dann eben, wenn man Knopf zu viel loslässt. Beim Tutorial auch ein paar Mal passiert. Weil halt Tasten am Controller mehrfach beleidigt sind, kann das durchaus mal passieren. Ja, ich muss selber alles zuerst herausfinden, wo man, wie man was macht. Aber ich denke, wir nehmen das Ganze doch gerade schon auf und lasst euch da schon teilhaben an dem Ganzen, wie ich das da mache. Ich weiß auch, dass ich einen Helfer einstellen kann. Möchte es aber da vorläufig einmal noch selber erst mal ein bisschen mit der Steuerung vertraut werden und deshalb selber noch mehrheitlich ein bisschen arbeiten. Ja, was sind meine Erfahrungen zu Landwirtschaftssimulator? Ich glaube vom Landwirtschaftssimulator 13 habe ich mal das Let's Play geschaut und habe jetzt auch da zum Neuen, bevor ich mit dem noch gestartet bin, einfach mal so ein, zwei Parts von gewissen Let's Player schon mal angeschaut, damit ich schon mal ein bisschen eine Ahnung habe, wo ich schon mal ein bisschen weiß, auf was ich mich dort einlade. Und ja, ich glaube, die haben es meistens mit Tastatur gespielt oder natürlich mit Lenkrad. Lenkrad habe ich auch geheißen, wie diejenigen, die auch das Eurotruck Simulator Let's Talk oder wie auch immer ihr das dort nennen wollt, schon mal ein bisschen angeschaut haben. Die wissen das. Ich hoffe auch mit der Lautstärke-Regelung ist das einigermaßen in Ordnung. Ich habe umgebastelt, ich habe umprobiert, es hat einfach nichts Gescheites gegeben. Ich habe einfach nichts Gescheites hergebracht zum Einstellen. Und das, was ihr jetzt hier vor euch habt, ist das, was ich so als Kompromisslösung gefunden habe. Ich glaube, es ist einigermaßen am bestmöglichen, ohne dass jetzt noch mehr Zeit rein investieren will. Das ist genau das Problem. Wenn ihr noch gemerkt habt, auf meinem Kanal ist in letzter Zeit nicht allzu viel los gewesen. Mir hat einfach komplett Zeit gefehlt, um da noch irgendwelche Projekte aufzunehmen oder zu bearbeiten. Weil aufgenommen habe ich nämlich gewisse Sachen schon, die dann auch noch kommen werden, die einfach bisher noch bearbeitet werden, wenn Let's Plays, Station Let's Plays sind. Ich möchte auch gar noch nicht zu viel verraten, was da noch so kommt. Es gibt ein paar neue Projekte. Also das da ist nicht das einzige. Ah, und schon wieder passiert es. Das da ist nicht das einzige neue Projekt, das ich habe. Es wird noch einige mehr geben. Und ja, in Zukunft soll es wieder mehr Videos auf meinem Kanal geben. Nicht nur so alle zwei Wochen mal ein paar. Das ist natürlich gar wenig. Vielleicht nicht, dass jeder Tag Videos kommen, dass man sie dann noch schauen, wenn ich das handhaben. Und auch nicht, dass mehrere Videos pro Tag kommen, wenn das noch gewohnt sind aus meiner Anfangszeit raus, wo ich halt wirklich auch noch viel Zeit für das hatte, wo mir die Zeit halt auch wirklich nehmen können. Weil
Zeit ist ja immer relativ. Ihr alle haben das vielleicht schon mal gemerkt. Ja, und schon wieder. Das passiert mir einfach andauernd. Ja, ganz schön gemäht habe ich da auch nicht, aber ist ja auch gleich. Ja, wie gesagt, aber Zeit ist immer so ein bisschen relativ. Wir alle wissen das natürlich. Wir alle haben sehr wahrscheinlich auch irgendeinen Kollegen, wo halt zu irgendetwas wieder mal abseit, weil er sagt, ja, ich habe einfach keine Zeit. Und ich habe keine Zeit ist einfach die falsche Definition, sondern ich will mir momentan für das keine Zeit nehmen, trifft es einfach viel besser, weil Zeit hat wirklich jeder. Aber ich merke es auch mit anderen Sachen, wo momentan bei mir einfach ein bisschen auf der Strecke bleiben, weil ich einfach meine Prioritäten momentan ein bisschen anders platziert habe. Und deshalb hat zum Beispiel eben auch das Let's Play ein bisschen auf der Strecke geblieben. Die zocken immer noch ganz gerne, einfach mal ein bisschen für mich allein. NHL, FIFA. Ja, beim FIFA habe ich so gewisse Sachen schon aufgenommen. Überlegt mir dann dort, ob ich das vielleicht da raushauen. So Ultimate Team-mäßig. Nehme ich mal alles, was ich spiele, auf. Vielleicht und dann so Highlight-Videos zusammenschneiden. Mal schauen, wie ich das dann umsetzen kann. Ich will euch da noch gar noch nichts versprechen. Oh, da haben wir noch eine Ecke. Ja, ich weiß, wir könnten das auch unten lassen, das wird das Spiel, würde das schon verkraften, es wird keine Rolle spielen. Mal schnell schauen. Da. Der letzte Streifen noch mitnehmen. Und dann haben wir nachher das ganze Feld einmal abgeerntet. Und ich habe dann eben viel mehr auch immer noch zu liegen, so ein bisschen die Unterstützung mit dem Booklet, wo mir sagt, was ich auf welcher Taste mache. Ich habe es oben im Ecken eingeblendet, was ich auf welcher Taste mache. Einfach nur, um ein bisschen sicher gehen, damit ich mich nicht da zu sehr aufs Glattis bewegen. Weil es sind doch, Tasten sind mehrfach beleidigt und das ist natürlich nicht immer ganz so einfach. Und da habe ich gelernt, da ist es besser, wenn man in die Aussenansicht geht, um da an den Tracker herzufahren, um da unser Material abladen. Und jetzt ist es doch irgendwie so da gegangen, jawohl. Und dann füllen wir da mal unsere erste Ernte, die wir gemacht haben, da die erste, die ja jeder kriegt, füllen wir da jetzt mal in den Anhänger rein und dann fahren wir das nämlich gerade auch zur Stelle zurück und dann haben wir dann vielleicht schon ein bisschen Cash zusammen. Weil wir müssen auch irgendwie noch eine Maschine haben, um das ganze Zeug sammeln. So, das wird dann mal erledigt. Dann fahren wir da das Rot noch wieder ein. Und dann wechseln wir. Oh, jetzt bin ich da gar noch hergefahren. Wechseln wir mal da in den Traktor. Ich weiß, ich könnte das Ganze auch mit einer Taste machen, aber dann müssen wir irgendwie zwischen allen Traktoren durchrattern. Weil ich glaube nicht, dass da richtig ausgewählt wird. Dann ist das, glaube ich, irgendwo. Oh, wegfahren wäre auch nicht schlecht. Das ist auch eine gute Idee. Dann bringen wir das da mal zur Sammelstelle führen. Und laden das da mal ab. Ja, aber wie gesagt, erzählen wir von eurer Erfahrung mit dem Landwirtschaftssimulator, was ihr so alles davon erzählen könnt. Könnt ihr natürlich auch gerne Tipps geben, was ich alles machen kann. Weil für mich ist das da natürlich noch ein Buch mit 7 Siegeln dran und ich muss die Siegel dann einzeln öffnen. Und ich werde am Anfang vielleicht auch viel falsch machen, wo ich dann zum späteren... Ja. Nein, nein, da rein. Ja, ich denke, ich sei schon vorbeigefahren, aber da ist ja die Einfahrt. Ich werde vermutlich am Anfang auch viel falsch machen, wo man vielleicht effizienter machen könnte oder besser oder... Ja, ich weiß nicht, was ich das als richtige Wort für finden könnte. Auf jeden Fall, jetzt fahren wir nochmal da drauf. Wo sind wir da etwa einigermaßen? Ja, das ist gut. Dann laden wir das da mal ab. Und wir verdienen dort schon mal ein bisschen Geld, wie wir da sehen. Und dann können wir da jetzt eigentlich auch gerade wieder vom Hof wegfahren. Ich fahre noch ganz gerne Cockpit-Perspektive. Können wir dann auch sagen, was euch am besten gefällt, welche Ansicht. Jetzt fahren wir da irgendwo da vorne zu unserem Hof her mit dem Tracker. Also mal, ich finde es schon cool, da die Spuren von vorher, wo ich lang gefahren bin, die sind immer noch da. Wirklich nice. Also bezüglich Realismus
kann man nicht viel sagen. Das ist ausgezeichnet, was uns das Spiel da liefert. So, da vorne ist unser Hof mit unserem Platz und ich würde sagen, wir stellen den Traktor jetzt einfach mal da vorne her. Ich denke, da ist das richtig. So. Ah, da aber geht es. Ja, fahren wir jetzt halt über die Wiesen, aber weil ich möchte jetzt den Trecker da mal herstellen. Stellen wir da einfach da an den Rand her. Aus der Schusslinie ist und dann ist da vorne noch ein Fragezeichen. Schnell erinnert man so. Ah, das ist irgendein Speicher. Silos. In diesen Silos können Sie vorübergehend Rohstoffe lagern. Fahren Sie dazu mit einem befüllten Kipper über die Abladestelle und laden Sie Ihre Fracht als Symbol rechts eingeblendet, sobald Sie richtig stehen und den Kippergang einladen. Um einen der Rohstoffe aus dem Lager zu entnehmen, stellen Sie einen Anhänger unter das Rohr auf der anderen Seite und aktivieren Sie es. Ah, okay. Andere Seite. Ah, da. Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben das Silo. Kann man da rauf? Kann man da rauf? Nö. Wäre zu cool gewesen, wenn wir da rauf hätten. Können wir mal ein bisschen die Landschaft anschauen. Ich finde es auch schön, dass da irgendwie sonst noch irgendwie so Flügellärm und so. Ab und zu mal das Flügel oben drüber zieht. Das finde ich ganz cool gemacht. Ja, jetzt müssen wir eigentlich auch mal die Maschine da vielleicht ein bisschen vom Feld wegstellen. Und dann müssen wir noch mal, weiß nicht was wir da haben, um die Karte vergrößern. Ah, so. Okay. Okay, das ist ein bisschen hakelig mit der Steuerung. Jetzt fahren wir auch den Karren mal da vom Feld weg. Und da schauen wir dann gerade mal, was wir als nächstes machen. Ja, Partlänge. Das ist auch noch das Thema. Ich habe mir noch nicht überlegt, wie lange Parts ich mache. Ah, da ist das Ding zum Feld flügen. Sehr gut. Gehört uns also auch schon. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Unterstand für die Fahrzeuge? Momentan parkiere ich sie einfach mal da, so als wir her. Stellen wir den, ah, okay. Ja, stellen wir den jetzt einfach mal da her. Und dann sind wir da mal nämlich noch dran gewesen. Am Feld grubbern. Und da könnte man es natürlich gerne mal ausprobieren, wie das mit dem Helfen sogar grubbern sinkt. Ist so. Dann kann man da drüber fahren. Und jetzt, wenn ich da... Ah, wunderbar, Helfer einstellen. Und dann kann ich da mal... Okay, da steht noch... Ist das nicht das Feld, wo es da... Oh Gott, das... Nein, das ist eben das andere Feld. Wo ich bereits am Säen bin. Aber ich sehe da gerade, die haben da den russischen Streifen in mich gerutscht. Da bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen. Sämaschine anschalten. Dann bitte da auch der äußerste Rand vom Feld abdecken. Aber ein bisschen daneben sein dafür. So, dann haben wir denkt da wieder die Sämaschine abschalten und anheben. Ja, es ist noch ein bisschen tricky mit der ganzen Sache. Ich habe das noch nicht so ganz raus, aber kommt schon gut. Ich würde sagen, wir jetzt hier noch zum Abschluss von dem ersten Part, das einfach noch ein bisschen da sehr. Wenn ich es nicht gut mache, könnt ihr mir das gerne sagen. Aber ich glaube, wir haben das einigermaßen im Griff. Ja, es gibt einen Haufen Felder, wo man den kaufen kann. Am Anfang haben wir drei Felder zur Auswahl. Das ist da das 24, wo wir jetzt unterwegs sind. 29
Ich weiß auch gar nicht, ob man das jedes Mal absenken muss, ob das wirklich notwendig ist. Oh, ich glaube, ich verpasse da einen Streifen. Da, da, besser, wenn man die Innenansicht wählt. Ich probiere es jetzt einfach mal aus und von vorne mal nicht absenken. Ich denke schon, dass das absolut in Ordnung geht, wenn man das so macht. Geld schwindet wieder unten da. So, dann sind wir da fertig mit dem Abschnitt. Ah, ich könnte einfach schneller fahren, sehe ich, wenn er nicht verteilt. Würde ich jetzt einmal so ins Blaue raus behaupten. Ich komme immer so vor, als würde ich auch schräg fahren. Aber mein Vermutung auch. So, jetzt haben wir da einen roten Streifen verpasst. Das ist schade, wenn wir den noch mitnehmen. Da. Ja, das mit dem Navigieren habe ich noch nicht so raus. So, jetzt sind wir da vielleicht mal den Streifen da. Auf eine gerade Linie bringen das Ganze. Als Traktor zieht er ziemlich stark nach links. Zu meiner Verteidigung würde ich das da schon mal anmerken. Und ich glaube, so für den ersten Versuch mache ich das gar nicht einmal so schlecht. Ich mache es nicht gut, aber ich mache es auch nicht schlecht. Und dann würde ich jetzt da sagen, dass wir jetzt da... Ah, so. Habe ich immer falsch gemacht vorher. Schön ansetzen da. So. Schön ansetzen, losfahren und den Helfer anstellen. Also, ja, er ist da immer noch fleissig dran. Dann würde ich sagen, steige ich da, nein, das habe ich jetzt eigentlich nicht wählen, steige ich da einmal schnell aus. Und dann schauen wir uns mal die ganzen Angebote an, aber das machen wir dann im zweiten Part. Das wäre es jetzt gewesen von dem ersten Part. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Gebt mir doch einen Daumen gegen oben, wenn es euch gefällt oder wenn ihr einfach so mein Projekt ein bisschen unterstützen wollt, weil jeder Daumen gegen oben ist natürlich eine kleine Motivationsspritze für mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sind auch beim nächsten Part wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.